In Bolivien soll es Neuwahlen ohne Beteiligung des zurückgetretenen Präsidenten Evo Morales geben. Beide Parlamentskammern des südamerikanischen Landes stimmten am Samstag für einen entsprechenden Gesetzentwurf. Interimspräsidentin Jeanine Añez kündigte an, das Gesetz zu unterschreiben. Eine Amnestieregelung für Morales und seinen Vizepräsidenten lehnte sie ab. Wir haben definitiv klargemacht, dass meine Regierung keine Politiker, Gewerkschafts- oder sonstigen Anführer verfolgen wird. Gleichzeitig ist für uns klar, dass jemand, der gegen das Gesetz verstoßen hat, keine Amnestie bekommen wird. Am Wochenende entspannte sich die Lage in Bolivien. Interimsregierung und die Morales-Partei MAS schlossen eine Dialogvereinbarung. Bauern, die Morales unterstützen, räumten ihre Straßenblockaden. In El Alto bei La Paz versorgten sich Anwohner mit Gas. Die Morales-Anhänger hatten das Gaswerk Sencata blockiert. Bei der Räumung waren 8 Menschen getötet worden.